Ein neues Video aus der Serie Fotografen, die man folgen sollte. Ja, warum? Ja, es gibt eine Menge Fotografen, die man nicht folgen sollte. Das sind so die Social Media Dünnbettbohrer mit 10.000 von Followern, die aber leider von ihrem Hintergrund her nicht gerade zu den Meistern des entsprechenden Genres zählen. Heute sollte es um einen Fotografen gehen, Joel Grimes. Warum Joel Grimes gerade als erster in der Serie? Ganz einfach, Joel Grimes ist einer meiner Meister, also meiner Lehrer, die mir zwei spezielle Techniken beigebracht hat. Das ist einmal die Technik des extremen High Keys, die ihr vielleicht auch schon mal gesehen habt, und die Technik des Grunge, also entsprechende Stilrichtung, die ihr mit Sicherheit auch täglich seht. Das ist erstmal Punkt 1. Punkt 2 ist aber in dem Zusammenhang, dass Joel Grimes diese Sachen erfunden hat. Das heißt, er hat diese Techniken, also einmal den extremen High Key, wie auch den extremen Grunge-Effekt entwickelt. Das liegt auf dem Hintergrund her, dass er eben farbenblind ist und deswegen mit entsprechenden Farben vorsichtig umgeht oder sie entsprechend reduziert. Und da kommt das Ganze her. Und das hat er nicht heute gemacht, nicht 10 Tage her, sondern im Prinzip schon von, ja, heutzutage gesehen, ewigen Zeiten. Also mindestens 10, 15 Jahre her. Und das ist auch teilweise sein Markenzeichen. Ein dritter Effekt, wenn man so will, oder dritte Technik, die er auch erfunden hat, das ist das Thema, Personen in Hintergründe reinzusetzen, also Composites. Das hat vor ihm auch noch keiner gemacht. Und das hat er in der Hinsicht gemacht, dass er Personen separat fotografiert hat, zum Beispiel im Studio, und dann mit HDR-Technik entsprechende Hintergründe fotografiert hat und das dann entsprechend zusammengebracht hat. Das sind alles Dinge, die, ich sag mal, von ihm entwickelt wurden. Und somit ist er wohl der oder einer der innovativsten Fotografen der letzten 20 Jahre. Ihr merkt, ich bin da sehr positiv eingestellt und das liegt natürlich auch daran, dass er eben einer meiner Lehrmeister war. Was mich natürlich ärgert, ist, dass eben immer wieder, gerade in Deutschland, Plagiateure hingehen und immer so tun, als hätten sie die Technik entwickelt. Dabei haben sie sie im Internet von ihm gefunden und entsprechend dann übernommen. Wo nichts gegen spricht, wenn man auch ehrlich genug ist zu sagen, dass man es übernommen hat. So, Joel Grimes ist natürlich auf seiner Webseite entsprechend zu finden. Er ist im Prinzip auch in Social Media zu finden. Nur muss ich da passen, weil ich da nicht mehr tätig bin. Aber er hat auch, was ganz interessant ist, einen eigenen YouTube-Kanal, wo man auch einige Dinge über ihn und seine Arbeiten erfahren kann. Ich hoffe, dass ihr diese Informationen annehmt und euch auch mal die Mühe macht, ihm zu folgen. Denn nur wenn ihr den Meistern folgt, könnt ihr auch wirklich langfristig euch weiterentwickeln.